Hallo, ihr Hübschen. Ja, ich sitze hier noch auf meiner Lieblingsbank. Ja, irgendwie ist das meine Lieblingsbank. Da kann man hier so den Kopf, also dann kann man hier die Sonne so genießen. Ne? So, zeige ich euch mal so. Habt ihr gesehen? Wenn die Sonne scheint, kann man die hier so genießen. Ja, es ist wirklich schön. Es ist wunderschön. Und dann habe ich ja noch das Feld hier, ne? So, und mein Hund. Der achtet gerade darauf, was da vorne so kommt. Kann ich jetzt auch noch nicht sagen, aber ich glaube, da kommt ein Hund. Deswegen ist Checo ein bisschen scharf auf einen Hund. Ja, was wollte ich denn erzählen? Ich wollte euch nur sagen, ein kleiner Tipp von mir. Wünscht nur für euch, bleibt immer bei euch und seid bitteschön. Na, das darf man auch nicht so sagen. Ich von meiner Erfahrung her bin ich bitteschön seit neuestem, nicht nur seit neuestem, sondern ich war schon immer mein eigenes Vorbild. Finde ich zumindest. Zwischendurch habe ich es natürlich vergessen, wenn man so in eine traurige Gefühlslage war, eine traurige Gefühlslage oder ein frustrierendes oder negatives Gefühl. Vielleicht dauert es natürlich auch eine Zeit, wenn man das dann da durchgeht. Aber es kommt wieder, es kommt dann wieder. Es kommen Erinnerungen wieder, positive Erinnerungen, es kommen Wunscherfüllungen wieder. Es kommt einiges wieder, zumindest kam das bei mir so. Hat ein bisschen gedauert natürlich. In den letzten Tagen war halt wieder so ein extremer Trauerfall in mir. Und da habe ich mir gesagt so, juh, ich bin mein eigenes Vorbild. Ich bin mein eigenes Vorbild. Ich habe so viele Wünsche mir erfüllt und ich wünsche wirklich erfolgreich. Und das kann ich euch sagen, seit gut 30 Jahren. Kann man wohl sagen, ne? Hallo. Jetzt wird's gefährlich. Zumindest nicht für mich, aber naja. Ich mache gleich eine Pause, glaube ich. Wegen diesem größeren Hund, der da kommt. Ja, da kommt ein ganz großer Hund. Ich habe keine Angst vor großen Hunden, nein. Aber man weiß nie, wie die Leute alle mal reagieren und die Tiere natürlich auch. Deswegen, ich mache einfach jetzt Schluss dann einfach. Ich meine, ich habe ja das Beste und das Meiste gesagt, dass ihr einfach, oder dass ich zumindest mein eigenes Vorbild bin und bleibe und werde. Und ja, werde, ich bin ja schon, ich bin's ja wieder mal. Und ich freue mich richtig darauf. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich euch ein paar Videos für diesen Kanal hier, Strahle mal und Co. Damit ihr was zum Schauen und zum Hören habt. Ich hoffe, ihr hört mich wirklich, weil die Blätter und der Wind, aber das hört sich schön an. Ich finde es schön, also ich finde es wirklich schön. So. So viel dazu. Also lasst es euch nur gut gehen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Und bleibt immer bei euch. Wenn euch irgendjemand antrickert oder ihr euch gerade eine traurige Phase habt, dann geht da durch. Das macht Spaß. Also ich meine, mir hat's nicht so... Also ich meine, das macht wirklich keinen Spaß, wenn man die ganze Zeit rumheult. Ja. Aber danach, wenn man da durch ist, dann denkt man auch, ja geil, das war so schön. Zumindest empfinde ich das jetzt so. Also, ciao!